Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wer sehen will, konnte auch schon vor Jahren sehen, dass die Umsetzung einer flächendeckenden Inklusion mit immensen Schwierigkeiten verbunden sein würde, zum Beispiel bei der materiellen wie bei der personellen Ausstattung. Inzwischen wird das selbst der verkopfteste Inklusionsbefürworter eingestehen. Dass im Rahmen dieses Großversuchs viele Kinder keine gute Entwicklung nehmen, ja schutzlose Kinder für falsche Theorien missbraucht werden, scheint ideologisch gestimmten Inklusionsbefürwortern allerdings egal zu sein. Da hilft es auch nicht, mit viel Geld etwas zu verbessern, wenn eine Grundentscheidung in die falsche Richtung vorausgeht. Wir halten die Grundentscheidung für falsch, möglichst alle Schüler in derselben Schule oder Lerngruppe unterrichten zu wollen. Wir sind für ein bedachtes Vorgehen, das weder Schüler noch Lehrer überfordert. Der Ausgangspunkt muss das Wohl des einzelnen Kindes sein. Jeder einzelne Schüler muss nach seinen individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten optimal gefördert werden. Dazu müssen die Eltern wählen können zwischen unterschiedlichen pädagogischen Orten. Und deshalb darf das bewährte Sonder- und Förderschulsystem nicht aufgelöst werden. Ich überspitze das jetzt mal. Wir sagen nicht und halten es für grundfalsch, die These frei nach Wocken: Es ist völlig egal, was das Kind leistet, Hauptsache, sie sind zusammen. Sondern wir sagen, entscheidend ist, welche geistigen und körperlichen Voraussetzungen das Kind mitbringt. Und dann liegt es in unserer Verantwortung, eine begabungs- und behindertengerechte Lerngruppe für das Kind sicherzustellen. Das kann sehr wohl eine gemeinsame Unterrichtung sein, aber häufig ist sie das nicht, wie viele wissenschaftliche Befunde belegen. Und für die Einheitsschule immer wieder die UN-Konvention in einer engen und nicht richtigen Interpretation heranzuziehen, das weisen wir in aller Entschiedenheit zurück. Sonder- und Förderschulen bieten für viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Vergleich zu einer gemeinsamen Beschulung Vorteile. Ich will das mal knapp erklären. An den Förder- und Sonderschulen arbeiten ausgebildete Sonderschulpädagogen. Die haben das studiert in einem Vollzeitstudium mit einer ersten und zweiten Lehramtsprüfung. An Regelschulen haben Sie in der Regel Lehrer mit anderen Lehramtsbefähigungen, die bestenfalls mal eine Fortbildung zum Thema Inklusion absolviert haben. Häufig fühlen Sie sich überfordert und erleben sich als nicht hinreichend qualifiziert. Sonderpädagogisches Begleitpersonal für Schüler an den Regelschulen ist in der Regel eben nicht durchgängig vorhanden, obwohl dies von den Lehrerverbänden als eine grundlegende Bedingung angesehen wird. In das didaktische Konzept des Unterrichts sind sie ohnehin nicht wirklich eingebunden. Es kommt so fast zwangsläufig zu inakzeptablen Lernzeit- und Betreuungsverlusten. Eine solche Lernumgebung ist in vielen Fällen nicht förderlich. Schüler mit autistischen Störungen oder schweren Verhaltensstörungen beispielsweise können in großen Klassenverbänden nicht optimal beschult werden. An Förder- und Sonderschulen lernen die Kinder in kleinen Gruppen. Dort gibt es über Jahre gewachsene Vertrauensgemeinschaften zwischen Schülern und Pädagogen. Die Kinder sind behütet und im geschützten Raum ihrer Schule keiner Diskriminierung ausgesetzt. Ausgebildete Sonderpädagogen verfügen über eine spezielle, auf die Handicaps abgestellte Methodik und Didaktik. An den Regelschulen hingegen werden viele Inklusionskinder permanent mit ihrem Handicap konfrontiert. Studien haben gezeigt, dass mit zunehmendem Alter das Selbstkonzept von Inklusionsschülern stark in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Traumatische Erlebnisse und Erfahrungen sind die Folge. Aus der Sonder- und Förderschule heraus können Kinder schrittweise und flexibel im Tempo in die Gesellschaft integriert werden. Die Sonder- und Förderschulen verfügen noch über vorhandene Strukturen, materiell wie personell. Und es wäre ein riesiger Fehler, sie jetzt noch weiter zu reduzieren. Die Inklusion an den Regelschulen kostet dagegen sehr viel zusätzliches Geld. Umbaumaßnahmen, Fortbildungen, spezielle Schülerbeförderung. Wenn dieses Geld nicht vorhanden ist, wird die inklusive Beschulung krachend scheitern.
Wir sind nicht prinzipiell gegen eine gemeinsame Beschulung. Das habe ich schon ausgeführt. Für einige Kinder kann sie gut sein und für andere ist sie eine schlechte Lösung. Das Kindeswohl muss an erster Stelle stehen. Deshalb setzen wir uns für Wahlmöglichkeiten und den Erhalt der Sonder- und Förderschulen ein. Alles andere ist eine ideologische Fantasterei. Stoppen Sie endlich dieses Bildungsexperiment. Es ist in seiner bisherigen Konzeption zum Scheitern verurteilt. Daher lehnen wir den ideologisch aufgeladenen SPD- und Grünen-Antrag ab und unterstützen den Zusatzantrag der CDU. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.